I am a great body of water below. You go over and over me. And on clear night, I see you cross the sky. You appear as a thin curl when you're full. In secret, under many folds of water. Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Holger Gräber und ich bin Fotograf aus Dienstlaken. Ich bin heute hier in der Uefermark unterwegs. Die Uefermark ist ein Teil der Hohenmark, Naturschutzgebiet. Ich blende euch die ganzen Daten hier unten jeweils ein. Und ich war noch nie hier, ich muss das selber ein bisschen auskauten. Bin jetzt zur Mittagszeit hier angekommen. Ist recht voll hier, viele Spaziergänger. Und ich muss jetzt selber mal so ein bisschen hier durchschlendern und gucken, was mich so erwartet. Also ich habe keine spezielle Bildidee heute. Ich laufe jetzt einfach hier durch und gucke, was so auf mich zukommt. Vielleicht ist das auch was für die Zukunft. Ist ja nicht ganz so weit weg von meiner Heimat. Ich fahre eine halbe Stunde bis hierhin. Das ist in der Nähe von Schermerk hier, die Uefermark. Und ja, vielleicht gibt das auch was für den späten Herbst oder Winter hier. Ich muss mal sehen, was so die Uefermark zu bieten hat. Also begleite mich und gucken wir mal, was wir hier so finden. Ja, das Licht ist noch recht harsch, aber es ist fast windstill, wie ich euch gerade an den Birkenblättern gezeigt habe. Die bewegen sich nur ganz leicht und alles andere, was ein bisschen schwerer ist von Blättern, bewegt sich im Prinzip gar nicht. Das heißt aber auch, ich kann heute aus der Hand fotografieren. Ich muss nicht mein zweites Stativ rauskramen beim Fotografieren. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Macht das ein bisschen einfacher. Aber ich habe noch nicht die geeignete Stelle gefunden. Also laufen wir mal ein bisschen weiter. I am a great body of water below. You go over and over me. And on clear night. So, jetzt habe ich das erste Motiv tatsächlich gefunden. Wonach ich einmal so gucke, sind solche Sachen, die auffällig sind oder outstanding. Bäume, die so nicht in die anderen reinpassen. So wie diese Eiche hier hinter mir. Ich gehe mal so ein Stück rüber. Ja, jetzt könnt ihr die, glaube ich, besser sehen. Im Hintergrund sind halt nur Kiefern zu sehen und der Hintergrund ist dadurch hell, die Sonne kommt da gut rein. Unten gibt es schönen Farn, der gerade seine Farben wechselt. Wir sind ja Anfang Herbst. Das ist noch so ein Mischmasch aus Grün und Braun. Und die Eiche ist natürlich noch vollkommen grün, die wird ja relativ spät in der Färbung im Rot. Und das passt jetzt ganz gut. Ist für mich auch ein Marker für den späten Herbst, wenn diese Eiche dann wirklich ganz rot wird. Ich werde jetzt Kamera auspacken und dann Handheld mal ein paar Bilder machen. So wie das aussieht, wird es wohl vertikal was werden, aber kann ich noch nicht sagen. Das ist jetzt der erste Eindruck. So, es war dann doch dunkler, als ich erwartet habe. Ich musste mit den Einstellungen arbeiten. Blende 5,6, ISO zwischen 400 und 800. Ja, und Brennweite musste ich, habe ich jeweils gewechselt, je nachdem, wie nah ich dran war. Okay, hier sind meine Bilder. Viel Vergnügen. I see you cross the sky. You appear as a thin curl when you're full. Ja, ich habe jetzt diese Ansammlung von Birken hier gesehen. Bietet immer eine gute Chance. Es ist sehr viel Licht in der Szene und dann die weißen Birkenstämme. Ich habe jetzt eine Szene gesucht, wo ich wirklich ein paar Birken so zusammengefasst bekomme im Bild. Ich würde auch mit einer längeren Brennweite rangehen. Aber ich habe so keine gute Komposition gefunden. Das Licht ist auch gerade ein bisschen flach. Da braucht man so ein bisschen Sonne drin. Ich werde mir die Stelle aber merken. Und später vielleicht nochmal zurückkommen. Jetzt reicht es noch nicht für ein Foto.
ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich bin jetzt schon eine Viertelstunde hier rumgelaufen. War nichts dabei, muss ich gestehen. Aber vielleicht kommt es noch. Manchmal muss man so eine Stelle 2-3 Mal besuchen und irgendwann klickt es dann und findet man was. Ja, hier an diesem Weg stehen so einige Eichen. Die stehen tatsächlich auch separat. Könnte Motiv geben. Die sind allerdings noch nicht mächtig genug und noch nicht mit Charakter versehen. Das sind noch relativ junge Bäume und da taugt noch nicht so für Motiv. Ich denke, die brauchen noch 100-200 Jahre. Heißt aber auch, ich brauche mir keine Notizen dazu zu machen. Ja, da wollte ich eigentlich durch, aber ist gesperrt. Brunftzeit. Und das geht anscheinend vor mein Recht zu fotografieren. Ja, so ist es. Okay. Ich habe hier aber direkt hier noch 2-3 Stellen gesehen, wo gerade schönes Licht reinfällt. Es gibt eine Eiche und eine Birke. Ich schwenke mal eben rum. Ja, ist nicht ganz einfach zu erkennen. Auf dieser Seite hinten steht ein bisschen versteckt eine Birke, relativ schlank. Und da die Eiche, da fällt jetzt von hier aus gesehen direkt das Licht drauf. Aber wenn man auf die andere Seite geht, dann hat man halt das Licht, was durch die Blätter fällt. Und das sieht ganz gut aus. Ich packe jetzt meine Kamera aus, ich mache das wieder Handheld und blende euch jetzt die beiden Bilder ein. So, ich habe jetzt hier diesen kleinen Eichenhain gefunden. Da sind ein paar schöne Exemplare bei. Da kommt noch relativ gut dran. Hier werde ich jetzt mal ein paar Bilder machen. Ich habe ja auch mein Stativ schon aufgestellt, wie ihr seht, vertikal. Und diese Szene gefällt mir schon ganz gut. Ist tatsächlich aber zu dunkel, um aus der Hand zu fotografieren. Aber ich habe jetzt hier 2-3 wirklich gute Bildkompositionen für mich schon entdeckt. Ich mache jetzt die Bilder und dann blende ich euch die Fotos ein. So, diese Szene hatte ich mir auch noch ausgesucht. Hier habe ich jetzt relativ lange auf Licht gewartet. Das war die ganze Zeit so dunkel, wie ihr das jetzt seht. Aber ich brauche natürlich ein bisschen Licht in der Szene. Habe jetzt 20 Minuten hier gestanden und dann jetzt gerade, zack, für 5-6 Sekunden hatte ich hier Licht. Die Bilder habe ich natürlich sofort geschossen. Ich war ja bereit. Und ich hoffe, die Geduld hat sich bezahlt gemacht. Hier ist mein Ergebnis. Heute mal wieder eine schöne Entdeckungstour. Zu Anfang war es nicht ganz so erfolgreich, jetzt mit dem Eichenwald im Kleinen. Das war sehr gut. Das hat auch nochmal Potenzial für den späteren Herbst. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Falls euch interessiert, wo ich immer so fotografieren gehe, ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren alle Orte, an denen ich war, gesammelt. Das sind insgesamt 4 Gebiete. Das Ruhrgebiet, der Niederrhein, die Hohe Mark und das angrenzende Holland, da sind 2 Nationalparks. Daraus habe ich ein kleines Buch gemacht, da kriegt ihr alle Informationen zu den Orten und so weiter. Ich blende euch mal eben dieses Büchlein ein. Entdecke die schönsten Fotospots am Niederrhein, in der Hohen Mark, dem Ruhrgebiet und in den Niederlanden. Mein handlicher Reiseführer in DIN A5 Ringbuchformat zeigt dir über 50 atemberaubende Fotospots in 4 Regionen. Kompakt und leicht, perfekt für unterwegs. Zu jedem Ort erhältst du inspirierende Motivvorschläge und eine praktische Infobox mit Icons für die beste Jahreszeit, die ideale Tageszeit und Parkmöglichkeiten. Per QR-Code kannst du die Fotospots direkt in Maps anzeigen lassen. Perfekt für Fotografen, die das Außergewöhnliche suchen. Ja, also wenn ihr Interesse daran habt, ich verlinke euch das unten zu meinem Shop, könnt ihr euch ja mal angucken, würde mich freuen. Ja, so nach und nach erobert die Sofinger Mark hier aber mein Herz.
Guck mal, was ich hier gefunden habe. Diese kleine, verschrobene und verbogene Eiche. Erinnert mich ja so ein bisschen an Madeira, an Fanal. Ja, auf jeden Fall ein Foto wert. Ja, wo man in der Komposition halt darauf achten muss, ist, dass man keine destruktiven, also störenden Elemente ins Bild bekommt. Ihr seht da die Eiche dort zur Rechten. Und wenn ich jetzt von da aus fotografiere, dann ist die sehr nah an dem Stamm von der Perspektive her, von dem Hauptmotiv. Und das stört natürlich. Deshalb muss ich so weit rumgehen, dass mein Motiv hinten diese Eiche verdeckt. Das ging zum Glück. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ist Daumen hoch Ehrensache, denke ich. Noch mehr würde ich mich über ein Abo freuen. Und vielen, vielen Dank fürs Schauen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.